der Rätsel von Elster haben wir schon. Jo, haben wir doch auf der Rätsel, wie viel ist das denn noch? Beate, du hast das Wort. Ja, liebe Gäste, hätte mir das einer von knapp einem Jahr gesagt, dass ich hier in Lien auf der Bühne stehen würde und eure Prinzessin werde, hätte ich gesagt, ihr seid total unglaublich. Heute muss ich sagen, ich bin ein wenig stolz, denn ich bin ja kein Liener Mädchen. Ich wohne ja jenseits der Bürgerstraße und deswegen bin ich besonders stolz, dass ihr Lila mich zu eurer Prinzessin gewählt hat. Dafür ganz herzlich Dank. Denn es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass eine Frau im Karneval so ein Amt innehat. Denn ich glaube, damit tut sich unser Karneval immer noch ein bisschen schwer. Und ich finde es ganz toll, dass der Vorstand der ENK damals, als diese Idee auf einem Frühschoppen, der war ja nachher schon ein Dämmerschoppen, muss man sagen, als das, diese Idee geboren wurde, und wir haben uns später unterhalten und die haben zu mir gesagt, Beate, wenn du Spaß daran hast, wir unterstützen dich. Und das fand ich unheimlich toll, wir haben Gespräche geführt und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich mache das. Ich bin eine Kölsche Jäck, ich habe unheimlich Spaß, Karneval zu feiern, ich schenke an meiner Vaterstadt und deswegen freue ich mich hier auf der Bühne zu stehen. Nochmal Dankeschön. Thank you.
Präsident der Reichsstadt Möchtenstein gesagt? Ja, ich habe nur ein paar Worte. Als die Beate mich im Vorjahr nach ihrer Entscheidung gefragt hat, war ich mit einem Selbstverständnis. Ja, so lange schade ich, alles da, kann ich nicht. Als ich mich gefragt habe, muss ich also sagen, gab es für mich gar keine zu überlegen. Ich habe spontan Ja gesagt und ich glaube, ich werde es auch nicht bereuen. Ich habe es bisher nicht bereuen und ich werde es auch in Zukunft nicht bereuen. Hier, lieber Bert, möchte ich sagen, du hast eine herrliche Laudatio gehalten. Du hattest einen ganz großen Mitstreiter darin, aber du hast den Vogel abgeschossen. Der Barack Obama, der hat mich angerufen und gesagt, Wolfgang, ich möchte das machen. Ich sage, Leben Barack, erstens bist du in der Zick im Hongkong gewesen, zweitens ganz zu Pickles und drittens, der Bert war schneller wie du, der hätte direkt ja gesagt. Also, EVP. Ich wünsche uns, ich muss ja jetzt sagen, uns eine herrliche Session, besonders dir. Der Stern, ich denke mal, den du, das Licht, das du ausstrahlst, der wird immer leuchten, auch wenn der Schnee wieder fort ist, das leuchtet trotzdem. Ich wünsche dir eine herrliche Session. Ich werde alles geben, um dich immer bei Laune und immer froh und heiter zu treffen. Alles gut. Ja, liebe Wasserlaufjäger, wir freuen uns auf Bruce Capusta. Ich will dich nicht verlieren.